Good morning. In the morning. Ich bin die verrückte Ente. Und ich versuche heute mal was. Ich lasse mal Musik im Hintergrund laufen. Und hoffe, ihr hört die. Und ihr hört mich gut. Wenn das funktioniert, mache ich das öfter so. Denn ihr wisst ja, die Musik von OPS, die kann ich nicht benutzen, weil die Videos dann gesperrt werden. So, nun gucken wir mal hier rein. Heute habe ich was ganz Besonderes vor. Nämlich, ich gehe endlich zur Caro. Level 100. Und den Zoo werden wir uns angucken. So, ich muss nur mal kurz mal mein Geld abholen. So. Ja, irgendwie komme ich nie zu den 2 Millionen, weil ich mein Geld immer vorher ausgebe für irgendwas. Ja, für irgendwas. Eigentlich immer für die Gemeinschaft. Das geht immer relativ schnell. Ich habe einige Tiere gezüchtet bekommen. Habe ich allerdings abwärts von, ja, von den Let's Plays gemacht. So, jetzt gehen wir aber zu Caro. Im Übrigen wollte ich Danke sagen für die Leute, die tatsächlich meinen Reflink benutzen. Also die Amazon-Links unter dem Video. Da hat jemand zum Beispiel echt eine Switch gekauft, die Animal Crossing Edition. Und ja, da kam gut was bei rum. Und dann kann ich auch gut diese Verlosungen machen, weil Amazon mich so ein bisschen dafür belohnt. Kriege ich so Gutscheine. Deswegen immer, wenn ihr was kauft bei Amazon, wäre super cool, wenn ihr das über die Reflinks macht. So, jetzt gucken wir aber mal. Damit habe ich zum Beispiel diese Sachen finanziert. Diese Amazon, hier diese ganzen Unboxings, die ich jetzt gemacht hatte. Aber jetzt gucken wir mal. Wir gehen mal zur Caro. Wo ist denn die Caro? Da. Level 101. Ja. Wir haben uns vielleicht ein bisschen viel Zeit gelassen. Wir sind einfach nicht hingegangen. Ach so, ich kann jetzt nur helfen. Nee, eigentlich. Die ist ja bei uns im... Die ist ja bei uns. Jetzt muss ich mal gucken. Kann ich die nicht hier drüber einfach besuchen? Doch, das geht. War das jetzt die Caro? Ist das die Caro? Ich hoffe, das ist die Caro. Die richtige. Level 100. Man sieht es ja nirgendwo. Man sieht es ja nirgendwo. Es ist so ein bisschen schlecht. Also das hier ist richtig krass. Ne? Hier vorne das. Richtig, richtig krass. Ich wollte ja die ganze Zeit auch so ein bisschen was hier gestalten. Und ich bekomme es einfach nicht hin. Auch diese Büsche, die sie da hat, sind das die normalen Büsche? Habe ich so einen schon? Die sind bestimmt ultra schwer zu bekommen mit ganz vielen Diamanten. Ja, der Weg stört mich ein bisschen, nimmt halt viel Platz weg. Das habe ich damals, als ich das hier auch hatte, hat der Weg halt viel Platz weggenommen. Da könnte man halt Sachen hinstellen, aber sieht halt gut aus. Sieht richtig gut aus. Auch hier die Ecke, ne? Da hat sie die Dekos hingestellt, die natürlich nichts mehr bringen, aber sieht halt gut aus. Ich habe meine ganzen Dekos weggestellt. Ja, auch Besucherpunkte gibt es ja dafür, ne? Dann hat sie zwei Eingänge, also ne, wie in einem Zoo, das gibt es ganz oft. Und der eine Eingang ist hier so ein Tunnel und auf der anderen Seite gibt es die ganzen... Wow, warum hat sie da so viele Geschäfte? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal diesen Ballon. Habe ich da auch so viele von? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, ein bisschen komisch, dass sie da auf der einen Seite das so gemacht hat und auf der anderen so. Vielleicht würde auch cool aussehen, zwischendrin immer eine Lücke lassen. Das müsste ich mal ausprobieren. Ich glaube, das sieht cool aus. So wie in einem, also in Luxemburg war ich. Da gab es das auch. Da waren sowas. Ja, da waren zwischendurch immer so Mini-Lücken. Ne, einen freigelassen, dann wieder. So, Füchse. Ein Riesengehege. Na gut, die Caro kann sich das leisten mit den Riesengehegen. Die hat nämlich Platz ohne Ende. Oh, guck mal. Der spielt da gerade. Habe ich auch noch nicht gesehen. Sehr süß. So, dann hier. Ah, das ist die Info. Ganz viel buntes Zeug, Pilze und alles Mögliche.
Kann man die Pilze gießen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe die überhaupt nicht. Nee, ich glaube, die habe ich nicht. Hier hat es auch. Boah, sie hat halt einfach richtig viel. Also große Gehege immer, ne? Und da auch wieder was freigelassen. Sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, ne? Kann man eigentlich auch machen. So eine Lücke da rein. Und dann hier ein paar Bäumchen, Pilze und so, ne? Aber diese Pilze habe ich noch nicht gesehen. Aber hat sie thematisch richtig viel gemacht. Und guckt mal. Alles dieselben Gehege, ne? Hier diesen Spielplatz habe ich, glaube ich, auch nicht. Koalas. Alles dieselbe Art Gehege. Das ist hier Wald, ne? Sehr gut. Und die Deko ist halt passend dazu. Ich wette, diese Pilze und Bäume und so, die wird man nämlich woanders nicht finden. Das wird jetzt hier bei dem Wald sein und woanders nicht. Könnte ich mir vorstellen. Ja, die sind cool. Was ist das? Lemuren oder so, ne? Glaube ich. Ich will jetzt hier nicht lügen. Ich glaube, Lemuren oder so. So, gucken wir weiter. Ah, ist alles so. Oh. Oh. Richtig gut. Die Musik, die hört einfach immer auf. Dann ist erstmal so Pause. Das schneide ich ja normalerweise mal raus. Und dann fängt es neu an. Das funktioniert jetzt hier leider nicht, weil der Player das einfach immer wiederholt. Ja, die sehen lustig aus, ne? Mit ihren weißen Beinen. Geht so, ne? So, jetzt gucken wir da oben aber. Ach, hier hat sie sogar schon vorbereitet. Ah. Affen. Ach, wie süß. Keine Ahnung, was das ist, aber es ist ultra süß. So einen will man zu Hause haben. Ich glaube, das sind das die mit diesen riesen Augen. Da gibt es so einen Clip im Internet. Sind das die mit diesen riesen Augen? Ich habe noch nie begriffen, was das hier soll, ne? Guck mal, die machen überhaupt nichts. Oder? Nö. Ach so, die gucken einfach nur hinterher, oder was? Naja, okay. So, guck mal weiter. Ja, das sind auch Affen, glaube ich. Ja, da bin ich ja nicht so der Freund von. Ihr wisst ja, ne, Affen. Okay, die kenne ich zum Beispiel überhaupt nicht. Keine Ahnung, was das für Tiere sind. Ja, die kenne ich. Hier die kleinen Räuber. Ne, die haben so ein Räubergesicht. Die kenne ich. Da sind das Füchse. Hat sie andersfarbige Füchse extra? Ich glaube ja. Hier Elche. Die Papageien. Und sie hat überall, ja okay, hier auch vorbereitet, ein kleiner. Überall aber ansonsten echt große Gehege. Hier auch wieder einen frei. Also bereitet auch schon viele Gehege vor. Boah, die sind unspektakulär, ne? Die sieht man gar nicht, die Hühner. Oder was auch immer das ist. Fast übersehen. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten, sonst schaffen wir es gar nicht. Der Zoo ist so groß. Ja, die Steingehege. Oh, krass. Okay, ich wollte gerade sagen, die Steingehege sind halt super unspektakulär. Da kann man nicht viel draus machen. Dann ist einfach so ein Riesenbaum in der Mitte. Ja, das ist natürlich krass, ne? Das ist sehr cool gemacht. So einfach in der Mitte so ein Loch und dann diesen Riesenbaum da drin. Wölfe. Ah, seht ihr? Hier sind ganz andere Dekos. Hab ich gesagt. Ich hab's mir auch schon gedacht. Ja, komplett. Hat sie durchgezogen. Also das ist schon viel Arbeit. Was hier, weiß ich nicht, ob da so ein Motto-Zeug reinkommt. Also wenn wieder irgendein Event ist, dass sie da die Sachen reinstellt, könnte ich mir vorstellen. Ach du lieber Himmel. Hier wird es jetzt bunt. Boah, und wie viele Steingehege. Okay, da auch wieder welche vorbereitet. Geschäfte. Geschäfte. Wow. Alles klar. Ey, was ist denn? Das ist nicht ihr Ernst.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 76, 78, 80. Ey, sie hat halt fast, nee, nicht fast, sie hat halt 100 Geschäfte von diesen Pommesbuden. Ja, da sind ja auch noch welche und so. Sie hat einfach 100 Stück. Aber ich glaube, früher gab es die auch einfacher. Früher hat man die auch in Kisten und so bekommen. Oder hat sie die alle gekauft? Ey, so krass. Man kann doch nicht einfach hier mal eben 100 Geschäfte haben. Boah, wenn man da Geld abholt, holla die Waldfee. So, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir haben schon 11 Minuten. Wir schaffen es sonst nicht. So, hier sind Sachen vorbereitet. Ah, nee. Ach, oh wei. Da kam er rausgesprungen. Da ist auch ein Tier drin. Ein Mantarochen, glaube ich. Da sind hier diese Seelöwen. Hier Orcas. Enten. Das ist auch sowas wie ein Seelöwe. Da Seehunde. Hier sind leere Becken. Da sind, ich weiß nicht, wie die heißen. Okay, Kraken. Ach, cool. Schnabeltiere oder so. Die sind auch richtig cool. Also die finde ich schön. Dann die Schneesachen. Schneeziege und hier wieder Blumen. Und guck mal hier hinten. Die ganzen Mülltonnen. Das sind alles Mülltonnen. Ui, ui, ui. Ob die überhaupt noch Müll auf der Straße hat? Also wenn sie überhaupt noch Müll auf der Straße hat, dann weiß ich auch nicht, weil hier sind so viele Mülltonnen. Da können die Leute ja wohl da reinschmeißen. So, das ist krass. Eine Bank, einfach da mitten. Da kommt doch kein Mensch hin. Oh, die sind auch schön. Die gefallen mir auch sehr gut. Das sind Luchse, Schneeluchse oder was? Pinguine, Hasen, Füchse, Ziege oder Bock oder irgendwie so, Eulen. Also ich glaube schon, dass die Karo mit, oh, die habe ich auch letztens gesehen, diese Wookies. Ich nenne sie einfach Wookies. Ich glaube schon, dass sie eigentlich ziemlich jedes Tier hat. Also die wird schon, denke ich, eigentlich alle Tiere haben, die es so gibt. Ja. Und hier auch ist so Weihnachtsdeko, ne? Oh, hier sind noch Sachen, die sie noch nicht hat. Ich würde gerne mal wissen, was die kosten. Wahrscheinlich unverschämt viel. So, dass ich wahrscheinlich jedem abraten würde, die überhaupt zu kaufen. Ist ja leider so. Also manche Sachen sind leider ein bisschen unverhältnismäßig. Hier sind auf jeden Fall jede Menge Blumen. Jede Menge. Hier auch wieder so ein Tunnel. Hier kommen wir jetzt zu den Dschungelsachen. Ah, das sind jetzt keine besonderen. Den kenne ich zum Beispiel auch nicht. WTF. Was bist du denn für einer? Der sieht ja krass aus. Ein Affe. Ja, ich bin kein Affenfan, echt. Ich würde mir am liebsten noch keine Affen hinstellen. Ein weißes Krokodil. Sie hat ein weißes Krokodil. Als ob sie ein weißes Krokodil hat. Ich habe gehört, das ist ultra selten. Ist richtig schwer zu bekommen, glaube ich auch, ne? Wow, hat sie auch nur eins. Einfach ein weißes Krokodil. Und was ist er denn für einer? Ja, wie süß. Das ist ein Otter, oder? Ein bisschen groß. Der Otter ist einfach so groß wie ein Tiger. Ja, okay, kann man machen. Ja, hier der Tiger gegenüber. Das ist einfach ein Monster-Otter. Ein Monster-Otter. Fledermäuse? Okay. Fledermäuse sind auch da. Und wieder Affen. Wieso gibt es denn so viele Affen?
krass. Auch Affen, auch Affen. Nur Affen. Da wird ja der Affe verrückt. Das ist so ein Rüsseltier. Die habe ich auch, nur noch nicht hingestellt. Die habe ich auch. Auch sehr cool. Und wieder Affen. Ich glaube, es gibt kein anderes Tier so oft wie Affen. Ohne Ente. Ja, Ehre. Sie hat eine Ente. Wow, und das hier sieht so aus, als wenn aus dem, guckt mal, als wenn aus dem Becken quasi das Wasser da reinläuft. Das hat sie richtig cool hingestellt. Sieht halt wirklich so aus, als wenn es aus dem Becken da reinläuft. Richtig cool gemacht. Gut, der Boden ist Geschmackssache. Den gab es, glaube ich, zu Halloween. Ach, was ist das denn für ein Vogel? Der sieht ziemlich grimmig aus. Ein bisschen so schlechte Laune Vogel. Oh, die sind ja auch schnuckig. Also er hat viele Tiere. Die habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Wir müssen uns jetzt wirklich ranhalten. Weil die Aufnahme gleich schon wieder stoppt bei 20, 21, 22 Minuten. Guck mal, er hüpft da so rum. Hüpf, 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 hüpf. Also da sind bestimmt viele Tiere bei, die ihr auch noch nicht kennt. Hyänen. Sind das auch Hyänen? Hat sie Doppelhyänen? Aber andersfarbige. Guckt mal, da sind wieder dunkle. Und da sind wahrscheinlich Glücks. Das sind Glückshyänen. Die haben mehrere Farben. Wildschweine. Oh, auch sehr interessant. Hier so Schachbrett. Sehr interessant gemacht. Gefällt mir auch gut. Gute Idee. Nashorn. Ja, Dschungelboden. Relativ teuer. Und hat sie auch echt viel. Wow. Ich glaube, der kostet auch 5 Diamanten, der Boden. Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr teurer Zoo hier. Kamele. Und zwar nicht ohne. Ich verstehe es nicht, ne? Manche Tiere brauchen so ein Riesengehege. Und hier sind einfach 6 Kamele auf so ein kleines Gehege reingequetscht. Ja, und manche Tiere brauchen so richtig übertrieben großen Platz, wo ich mir denke, so, hallo, so ein kleiner Vogel. Da sind wieder die Rüsseltiere. Hier kommen Blumen, Blumen, Blumen. Zoo! Karo Zoo! Ach was. Die Karo, ja, boah, hier hat die was zu gießen, ne? Ey. Krass. Ja. Krass, einfach krass. Die Häschen. Da hat sie auch nur die bunten. Ne, normalen Hasen hat sie gar nicht mehr. Schweine. Das sind die normalen. Hat sie mehrere Schweine? Also ich habe ja mittlerweile 4 Gehege für Schweine. Hat die bestimmt, weil... Ach du lieber Himmel, ach du lieber Himmel. Ich hoffe, meine ganze Gemeinschaft macht das, ne? Sonst wäre das echt... Wenn das nicht alle wirklich mitziehen, ultra enttäuschend einfach, ne? Guck mal, die Caro auch, 1, 2, 3, 4 Gehege für die Schweine. Und ich mache das ja auch die ganze Zeit schon. Oh, und wenn dann einer von uns dann nicht mitgezogen hat, das wäre wirklich... Hier auch nochmal Schweine, die bunten. Ich habe ja nur noch die bunten. Ja, das wäre richtig enttäuschend. Ich will das nur nochmal ganz klar sagen, Leute. Krass. Sie hat auch diese Schnappschildkröten. Hier auch diesen ganzen Weg, ne? Dieses Wasser. Den kompletten Weg hier durch. Auch richtig cool. Richtig cool gemacht. Richtig cool. Also, der Zoo ist schon... Der ist schon krass, ne? Ist schon... Ja, es ist halt das, was man mit einem Zoo erreichen kann. Ne, also, das hier ist eigentlich schon so Endlevel. Definitiv. Ist einfach Karo Zoo. Hier hat sie auch so eine Lücke frei. Ja, da plant sie bestimmt irgendwas. Aber guck mal, wenn sie jetzt noch groß andere Tiere nehmen würde, dieser Platz ist wirklich komplett ausgenutzt, ne? Muss man sagen. So, wir gehen jetzt mal zurück zu meinem Zoo. Ich wollte das auch mal zeigen. Ich habe nämlich wirklich... Moment.
Hier. Hier zweimal Schweine. Und hier. Und hier zweimal Schweine. Also ich züchte jetzt auch vier Pärchen immer und kann pro Tag ein 20er Schwein damit züchten. Pro Tag ein 20er Schwein gibt es bei mir. Das heißt, wenn der Wettbewerb kommt, also wir werden schon richtig gut dabei sein. Ich weiß nicht, ob wir erst das schaffen werden können, ist kein Deutsch. Aber wir werden ganz vorne dabei sein. Wir werden ganz, ganz vorne dabei sein. So, und damit bin ich jetzt raus. Ich bedanke mich für alle, die zugeschaut haben bis hier. Und vielleicht hinterlasst ihr einen Daumen oder einen Kommentar. Wir sehen uns dann demnächst. Bis dann bei Zoo Animal Park 2. Nee, Zoo 2 Animal Park. Tschüss.